Wer geduldig ist, der wird belohnt werden. Es ist kein Hokuspokus, es ist kein Mysterium. Guckt man sich die Charts an, dann sieht man doch eindeutig, in welche Richtung das Ganze geht. Registriere dich jetzt bei Bitwavo und profitiere von den Vorteilen. Die ganzen Märkte sind ein Katz-und-Maus-Spiel. Wer den längsten Atem hat, gewinnt. Wir werden noch für unsere Geduld prächtig belohnt. Und das ist ein riesen, riesen Aspekt, ein riesen, riesen Faktor. Weil viele, viele verstehen einfach nicht, dass die Preise, die wir hier sehen, nicht viel mit Anwendungen jetzt erstmal zu tun haben, sondern mit Spekulation. Bei vielen Projekten warte ich gerne länger auf Anwendungen, aber das, was jetzt zurzeit noch passiert, und ich denke auch bis zum Bullrun 2025, sind spekulative Anstiege. Und das Ganze wird einfach von der menschlichen Psyche kontrolliert. Das hat nichts mit Fundamentals zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass Algorand ein Projekt ist, was man eigentlich mit keinem anderen wirklich vergleichen kann. Oder mit ganz, ganz wenigen. Warum ist der Preis unten? Die Fundamentals sind doch so schön. Die Fundamentals sind doch so toll. Fundamentals, Mumbo Jumbo, wie Alex Shirastani sagt. Das ist, aber das verstehen viele nicht. Gucken sich Fundamentals an und sagen, oh, auch bei XRP, warum ist der Preis denn so weit unten? Das Projekt ist doch so gut. Oh, ist jetzt ein Shitcoin, weil der Preis hat einfach was mit psychologischem Einkaufsverhalten der Massen zu tun. Zurzeit noch. Das verstehen halt einige nicht. Und darum, wer geduldig ist, der wird belohnt werden. Es ist kein Hokuspokus, es ist kein Mysterium. Guckt man sich die Charts an, dann sieht man doch eindeutig, in welche Richtung das Ganze geht. Dann sieht man doch eindeutig, wohin das Ganze hier geht. Man muss ja blind sein, um nicht zu verstehen, was hier los ist. Und das ist die logarithmische Ansicht. Wenn wir von der logarithmischen Ansicht einmal rausgehen und auf den realen View, dann ist das Ganze noch dramatischer. Ich meine, guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Das hier war mal ein Bullrun Top. Die weiße Linie unterstreicht das hier. Jetzt schaut euch das mal an. Wo ist diese weiße Linie? Das war hier. Diese weiße Linie hier unten. Warte mal. Ich nehme mal wieder meinen berüchtigten Pfeil hier raus. So. Diese kleine weiße Linie hier unten war der 2013er All-Time-High. Dann ist das hier 2017 passiert. Das ist ein All-Time-High bei ungefähr 20.000. Jetzt schaut euch mal, was dann passiert ist. Dann sind wir hier auf fast 70.000 hochgegangen. Wir sind drunter korrigiert. Wir haben hier Support ungefähr in den Bereichen gefunden. Wir sind zwar auf die 15.000er hier gefallen, aber am Ende haben wir hier sehr, sehr stark gefleckt, bevor wir hier eingebrochen sind, leicht drunter gegangen sind und dann durch die Decke hier geschossen. Jetzt schaut euch das mal an. Schaut euch mal diesen Anstieg an. Das da, diese weiße Linie, war ein All-Time-High. Das war ein All-Time-High. Das war ein All-Time-High. Was wird in Zukunft wohl kommen? Das Ganze wird halt wesentlich ersichtlicher, wenn wir das aus der logarithmischen Perspektive angucken. Denn man sieht eindeutig, in welche Richtung der Trend geht. Jeder, der das nicht versteht, jeder, der, man muss nicht mal irgendwas von Chartanalysen verstehen. Das kannst du ein kleines Grundschulkind zeigen und sagen, wie sieht das für dich aus? Geht der Trend eher nach oben oder sieht das eher aus, als ob es fallen würde? Ich glaube, kein kleines Kind würde dir sagen, das sieht aus, als ob es fallen würde. Das sieht aus, als ob man hier einen Berg besteigt. Und es ist immer wieder so. Man steigt den Gipfel hier hoch. Es ist immer ziemlich beschwerlich. Man muss viel Kraft aufwenden. Wenn man oben ist, geht es auf der anderen Seite halt wieder runter. Und so ist das nun mal. Und dann geht man weiter und da ist ein neuer Berg. Das ist halt so bei den Alpen, ne? Wenn du so eine Gebirgskette hast, dann folgt ein Berg nach dem anderen. Und wir müssen halt lernen, geduldig zu sein, unsere Kräfte aufzusparen und dementsprechend dann auch zu handeln. Mehr ist das nicht. Der Geduldige wird gewinnen am Ende. Bin ich felsenfest von überzeugt. Caro, schau über 2 Jahre jetzt schon deine Videos und wollte mich bei euch bedanken. Ihr habt mir viel Wissen über den Markt vermittelt. Tausend Dank, immer liken. Denkt an den Blitz. Danke dir vielmals. Phil Cooles. Wie Herkules, nur Phil Cooles. Auch interessant. Danke dir vielmals für die netten Worte.